Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Tischtennisfreunde, liebe Minis, herzlich willkommen hier in Rosenheim zur offiziellen Begrüßung des Bundesfinales der Tischtennis-Minimeisterschaften. Ihr 20 Mädchen und Jungs, ihr habt euch qualifiziert aus über 30.000 Kindern, die auch dieses Jahr wieder bei der größten Breitensportaktion des Deutschen Olympischen Sportbundes teilgenommen haben. Euch begrüßt jetzt zuerst vom Deutschen Tischtennisbund der Vorsitzende des Breitensportausschusses, zuständig für die Minimeisterschaften, Peter Müller. Vielen, vielen Dank, du hast fast schon alles gesagt. Liebe Jungen und Mädchen, liebe Eltern und Begleitpersonen, im Namen des Deutschen Tischtennisbundes ganz offiziell herzlich willkommen zum Bundesfinale der Minimeisterschaften hier in Rosenheim. Wir selbst haben uns vor über einem Jahr, glaube ich, beworben für die Veranstaltung. Vor 3 Jahren haben wir schon mal überlegt, ob wir sowas durchführen. Allerdings war uns da der Aufwand ein bisschen zu groß. Und ich muss sagen, diese Bedenken haben sich damals bestätigt. Der Aufwand ist wirklich enorm. Aber ich denke, was wir jetzt nicht auf die Reihe bekommen haben, das schafft man nicht mehr. Aber ihr werdet sehen, am Sonntag, wenn ihr nach Hause fahrt, ihr werdet alle begeistert sein. Thank you.
Thank you.
die zwei Mannschaften spezialisiert. Aber jetzt muss ich erst einmal das werden, weil das bringt uns so schauen wir. Also, wie gesagt, dass wir im Juli oder so. Es sind reine Profischen, alle. Ja, ich spiele ja looking to the right, they don't know for the right, looking to the left.
Thank you.
Sie passt nicht bei der Hand, du sagst, es kostet keine
hochklassiges Match. Spannendes Spiel, 12-10 im fünften Satz. Glückwunsch an beide Spieler. Hochattraktiv zwischen den rasierten Runden. Vielen Dank.
Super! Ich
So, wir haben noch ein bisschen vor.
das ist diese Ballpyramide. Das ist unser Exklusivgeschenk für ganz besondere Anlässe. Es sind Tischtennis, oder es besteht aus Tischtennisbällen, die Kinder anlässlich einer Weltmeisterschaft vor einigen Jahren gemalt haben. Und aus diesen Bällen wurde diese Pyramide gebildet. Und die möchte ich jetzt dem Walter für seinen Verein, für seine Helfer und Helferinnen überreichen. Vielen, vielen Dank, Walter. Watch your back, take off your disguise, let go to the